Hallo, herzlich willkommen zurück bei Don't Starve Together mit Stefanie Ma. Hallo, Und einem leeren Magen. hallo. Was war Jo. da denn los? Gleich kann's gehen. So, ich baue mir mal kurz eine Schaufel, damit ich hier unten eben schnell noch. Ach nee, hast du schon alles weggemacht. Sehr gut. Ja. Nur noch nicht wieder eingepflanzt, aber Ja, es gibt noch irgendwo Tree Cones. ich habe auch hier ganz viele, habe ich. Deshalb wollte ich die einpflanzen, aber es ging eben nicht. Ja. So, okay. Ich lasse mal hier mein Created Moon Rock. Ich weiß auch nicht, wofür der ist. Ja. So, wir wollen Bumeränge bauen. Haben wir uns eben überlegt. Bumerangs. Ach, ich habe die ganze Zeit meine Laterne habe ich noch. Oh, ich bin bescheuert. Ach so. Ich tue den Marble zum Stein, ja? Es gibt ja. Warte mal. Ja, Mondstein ist beim Gold drin, aber Marble hat noch keinen Platz. Ja, aber passt ja zu Stein. Oder? Oder? Ja. So, warte, dann kochen wir mal kurz. Weißt du immer noch nicht, was jetzt mit dem Created Moon Rock so wirklich auf sich hat, Hups, aber für irgendwas wird er schon gut Ich sein. weiß es auch nicht. Da stand halt. Created Moon Rock. Created. Requires Plugin. It is available in the refined tab and requires bla bla bla. In its only purpose is to act a socket of gems turning into a moon lens. Was zur Hölle? Was sind denn Gems? Also Gems sind Edelsteine. Edelsteine, ne? Aber ansonsten frage ich mich ja auch mal wieder, Hä? was damit genau gemeint Ich habe ist. einen Schmortopf gemacht. Ups, wollte ich gar nicht, aber. Oh, der gibt viel Energie zurück. Da mache ich noch einen Schmortopf. Energie oder Energie und Essen, aber ich brauch ja Energie. Das war mit Honig und den großen Fleischstücken. Warte, Hä? ich sammle noch eben kurz Honig. Ah, fünf Fleisch sind ja schon, ja. Okay, es sind auf jeden Fall noch ganz viele Bienen in den Bienenstöcken. Denn sie greifen nicht sofort an. Das ist das Fleisch von den Bifelos. Ja. Pass auf. Ja, ich bin Achso, schon. Ach, die sie einen machen laufen dir wieder. jetzt hinterher. Super. Hast du Machen gut wieder gemacht. Dingsballett hier. Hast du gut gemacht. Synchrontanzen machen die wieder. So. Feuer Okay, hier unten achso, so lang. Warte, wo war denn die. Ach, da sind noch zwei. Das reicht auch sogar, glaube ich, für. Moment. Zwei. Ja, das reicht für zwei Boomerangs, dass du einen bekommst und ich. Dann brauchen wir noch Holzkohle und ein Brett. Ein Brett kann ich machen. Max, haben wir irgendwie Holzkohle oder magst du Holzkohle Wir haben irgendwo noch besorgen? Holzkohle. Na, was mache ich? Ich glaube aber, das ist in einer von diesen noch nicht sortierten Kisten. Okay, ich schaue. Man, die wirft immer den Rucksack immer Ah ja, irgendwo wir hin. Ich haben will den aber nur nicht. eine Holzkohle haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine. Okay. Moment. Okay, Ich kann noch irgendwas anzünden. ich mach aber schon mal einen. Einen Bumerang. Oh nee, jetzt regnet's schon wieder. Hier, ich gebe ihn dir. Vielen Dank. Damage 27,2. Use is left 10. Ah, okay, super. Man sollte sich gut überlegen, wann man den Wir versuchen einsetzt mal den Raben wahrscheinlich. zu kriegen. Aber es war nur ein Dings. Warte. Okay. Aber das hat gut funktioniert. Erstaunlich. Ja, leider ist meine Energie aber auch runtergegangen, weil ich voll von dem abgetroffen wurde. Ach so, kannst du dann auch zur Seite dann gehen, wenn du zurückkommst, eventuell?
Ich weiß nicht. Also probier es jetzt nicht aus. 80%. Das heißt, es ist quasi zwei Uses wurden verbraucht. Ach so, weil er dich einmal getroffen hat. Ich denke, ja. Was wollte ich denn jetzt? Warte. Alter! Was habe ich denn gerade nochmal gedacht? Was ich. Ach ja! Wo trägst du es hin? Hier, wo eh keine Kiste hin kann, weil da die sonst nicht aufgeht. Warte, so. Ich guck mal, dass ich. Sehr hübsch. Ach so, ich wollte ein Regenschirm machen. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Was braucht man noch für einen Regenschirm? Hoffentlich keinen Tentakel. Nein, das braucht man nur für den Regenmantel. Oh, hier sind noch zwei Keulen. Dunkelheit ist zurückgekehrt. Oh ja, jetzt ist die Dunkelheit zurückgekehrt und es wird dunkel. Schön. Ja. Super, und ich habe meinen Rucksack weggelegt. Brauchst du Licht? Wo natürlich die Feuerzeuge drin sind, warte. So, jetzt. Also, okay, hast du, ja? Ja. Ich wollte an der Kiste Vollnis rausholen, damit ich nicht die ganzen Äste hier verschwende. Ach da! Ich habe eine Steinkohle, dann kann ich mir auch einen Bumerang machen. Ach, dafür brauche ich noch ein Brett. Okay. Dafür brauche ich noch Holz. Und dafür brauche ich Licht. Weil diese Abhängigkeiten. Ich meine diese Abhängigkeiten, ja. So. That looks fun. Wir können die Skulpturen auch nochmal in Schwarz bauen. Ja, das ist doch cool. Dann haben wir auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite schwarz. Ja. Und dann brauchst du da nur geschliffenen Stein drauf zu tun, dann kannst du die auch machen. Vielleicht bekommst du dann auch noch was dafür oder so. Ja, nee. Noch 13 Tage bis zum Sommer. Aber wir sind ja hier eigentlich ganz gut. Was wir dann halt nur brauchen, ist nochmal die Thermalsteine, aber. Das stimmt. Die kriegen wir auch noch hin. Ja. Gerade ein bisschen. Sollten mal dringend Sanity tanken. Boah, die Zwiebel ist kaputt gegangen. Hast du doch gesagt, dass du die kaputt machen wolltest? Nee, die habe ich ja verbrannt, die eine. Aber ich glaube, die ist von dem Büffel gehauen worden oder so. Verdient. So, Froschschenkel. Ich sehe keine Blumen. Ich brauche Blumen. Ja, ist auch kein Problem, wenn hier schlechtes Wetter ist. Hey, der Baumwacke ist immer noch da. Ja, ich weiß, aber der tut nichts. Au. Vielleicht haben wir nicht genügend gepflanzt. So. Okay. So. Bräuchte auch mal wieder Energie. Ich habe nur noch 41. Oh, das ist nicht so gut. Ja. Dann macht ihr Honig-Nuggets. Nuggets. Oder versuch mal diesen. Also ich habe den gemacht mit einem dieser großen Fleischdinger, dann Honig und dann, ich glaube, Gemüse. Bin mir aber nicht so sicher, weil eben sind halt Honignuggets rausgekommen. Aber irgendwie alles mit Honig scheint gut zu sein. Gemüse. Das ist mein Rucksack, da unten liegt mein Rucksack. Ich musste den kurz ablegen, weil ich einen Regenmantel anziehen musste.
dicken Zeug. Okay. Ich werde ihn nicht nehmen. Nein, nehme ihn nicht. Na, die wollte ich nur einmal küssen. Oh. Da ist manchmal ein Kuss schon zu viel. Jetzt habe ich nur noch 31. Oh oh. Oh oh. So, komm. Erd fertig, du Essen. Keine Zeit. So. Also Bumerang habe ich jetzt auch. Gut. Dann sind wir eigentlich ganz gut. Ja, mit dem 80%, also es hält halt wirklich nicht lange. Jetzt sind es auch Honignuggets. Naja. Aua, aua, das war Karma. Interessant. Hm. Na, ich meine, man braucht ja auch nicht viel für den Bumerang. Man braucht halt nur Seide, aber... Ja, Seide ist manchmal das, woran es scheitert, ne? Ich bräuchte mal eine Schweinehaut, aber wir haben auch keine Schweinehaut mehr, ne? Nee, sie sind verbraucht. Naja gut, dann wissen wir ja, was wir sammeln müssen. Ich pack mal hier die Asche hin. Die ist hier hin. Esse ich das. Und dann... Ja gut, ich habe jetzt keinen Regenschirm. Ist nicht so schlimm. Was soll ich denn jetzt mit dieser fleischartigen Zwiebel machen? Irgendwo reinlegen. Na, da ist noch eine. Kann man sogar stacken. Wo möchtest du denn die Federn haben? Ich packe die jetzt noch in die ungeordneten, ja? Ja. Stacheln sind da oben. Boah, jetzt das bis zum nächsten Mal vergessen, Nessa, ne? Also, das tut mir leid, Leute. Naja, ich meine, meine Lebensaufgabe ist ja auch, das hier alles wieder zu ordnen, ne? Du ziehst in die große weite Welt und ich werde dann währenddessen die Ordnung halten. So. Zack, zack, zack. Moment mal, könnte ich. Ah ne, ist ein Käfernetz. Okay. Also ich wäre bereit für unsere Tour. Ja. Sollen wir die Nacht abwarten? Ja, können wir noch machen. Problem ist der Regen mal wieder, aber der hört hoffentlich dann am nächsten Tag auf. Ja, ich ziehe so lange meinen Dings aus. Aber ich möchte die... Oh, Moment mal. Wir haben ja die hier auch noch. Hä, wo ist denn die Panflöte? Auch in einer von den ungeordneten Kisten hier. Okay. So. Ah, nehme ich. Der Tod wird dich finden. Ein Fleisch ist da jetzt rausgekommen. Ach. Will nicht mehr nass sein. Geht das irgendwie? Ich weiß leider nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ja, und das Feuer ist aus und die Nacht beginnt schon wieder. Doch immer das Gleiche hier. Okay. Zack. Lagern. Ich ziehe mal kurz meinen Rucksack aus. Um. So langsam sind wir gut da drin, ne? Ja, ja, man muss sie halt ganz weit ins Dunkle jagen. Ja, wenn man denkt, dass man schon drauf geht. Oh, ich bin schon wieder insane. Ja, also, das ist wegen dem. Wegen der Nass. Warum habe ich das Gefühl, dass es meine Sterblichkeit misst?
Okay. Okay. Ich könnte auch irgendwas erfinden. Was macht denn das Thermometer? Ja, du kannst so mega viele Sachen erfinden, weil wir ja gestorben sind. Ein Wärmestein. Ja. So, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Mini-Sign kann ich machen. Ach ja, Directional Sign. Oh, mach, cool. Mach das, einfach das ein paar macht, Sachen. Ja, das place ich nachher. Kann ich dann irgendwie eine Richtung anzeigen. Einen Rasierer will ich jetzt nicht schon wieder machen, aber irgendwie ist das das Einzige, was noch übrig ist. So. Oh. Manchmal kann ich... Okay. So. Sollen wir losgehen? Ja. Sonst kommen wir in dieser Folge nicht mehr dazu. Das stimmt. Am besten gehen wir nach oben zu den Spinnen. Na toll, die Augen sind schon gewachsen. Warum verbrennen wir die denn nicht? Ja, da war aber vorher keine. Ja, ist wahrscheinlich jetzt über Nacht gewachsen. Ich habe leider, kein Feuerzeug. Ja. Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu riskant. Da sind so viele Sachen nebendran. Es kann gut sein, dass es dann alles abbrennt. Ja, aber dann haben wir gleich die Augen bei uns im Lager. Hm. Ups, da war gerade. Ja, wenn müssten wir wirklich jetzt da darum systematisch alles. Die Steine können doch nicht brennen. Oh. Abbauen. Ne, die Steine nicht, aber die ganzen, also wenn sich das überträgt auf die anderen Augen, dann brennen auch die Bäume und so. Ja, aber die Augen sind noch nicht so nah da dran. Also die Bäume da hinten werden auf jeden Fall nicht brennen. Und das Auge hier auf der Seite wird auch nicht brennen. Wie sie meinen. Siehst du? Die Augen sind weg. Okay. Allee. Die Arme. Uka-chaka, 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 uka-chaka. Nimm. Ja. Steht da. Nee, okay. Das nehme ich jetzt nicht. Gut, dann gehen wir wieder weiter nach unten. Ah ne, nach oben. Wir wollten ja nach oben. Ja. Da ist noch Fifelo-Wolle. Ja. Und ein Horn. Ja, aber das Horn brauchen wir nicht. Wir haben viel zu viele Hörner. Nicht mehr, oder? Also doch. Ich habe die irgendwie nicht mehr gesehen. Die sind unten lassen, da ist ein Ach so, Horn. Ich habe eine extra Kiste gemacht. Ja. Und die ist fast voll, also. Hörner brauchen wir wirklich nicht. Aber ich brauche Blumen. Ja, hier sind Blumen. Ganz viele. Auf unserem Weg. Ich habe auch schon ein paar gepflückt. Von unserem Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Baum. Der andere ist Schrott. Wird Stein. Vielleicht wird er ja auch zum Marmorbaum, wenn man den weiter wachsen lässt. Ja, der ist ja erst wieder größer und wieder kleiner geworden. Ich dachte, der verarscht uns. Ich habe ihn dann abgebaut. So, also langsam geht es mir hier wieder besser. Sehr gut. Oh, was ist das hier links? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das ist neu. Ja, es sieht aus wie ein Riesenbaum. Also, aber, ne? Ja, also wie, als ob der so einmal durchgeschnitten wäre, ne? Ja. Oh, hier ist eine. Man lernt nie aus. Katze! Tote und guck Katze. Hier, hier ist eine riesige Bi, also eine riesen, ein riesiges Bienending. Oh ja. Ich habe ein Geschenk. Oh, sehr gut. Aber wir müssen jetzt hier hoch. Zu den ja. Spinnchen. Warte mal kurz, ist hier vielleicht ein Rezept drin? Oh ja, genau. Wir müssen jetzt Rezepte sammeln. Ja. Jetzt. Pass auf, hier ist schon wieder eine Herde. Oh, wir könnten die Herde auf die Spinnen jagen. Da oben sind ja auch Herden. Ja. Das ist. Und dann schauen wir wieder zu, wie die anderen die Arbeit machen. Ja, genau. Machen wir es ja gerne. Jetzt wird die Folge sowieso ein bisschen länger.
Weil wir 3 Nächte abgewartet haben, bis wir endlich losgegangen sind. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. Mist, der Steppenläufer war zu schnell. Es ist immer die letzte Folge in der Aufnahmesession, die am längsten wird. Ja. Weil wir wissen, danach kommt nichts mehr. Oh. Kaktus, lieber Kaktus. So. Ja, der Weg, der ist ein bisschen lang. Aber dafür sind nicht mehr so viele Bienen auf dem Aua. Weg. Aua, ich will nicht schon wieder gestochen werden. Da sind doch überhaupt gar nicht mehr so viele Bienen und du wirst immer noch gestochen. Doch, da sind voll viele. Viele! Wenn du links rumgehst, sind nicht so viele da. Aber ich glaube, dass die Körbe wieder zurückkommen, was sehr gut ist für uns. Ja, für mich nicht so. Ja, du bist ja schneller als die Bienen. Mais. Und noch einen Steppenlatter. So. Ich bin jetzt schon oben bei den Spinnen. Nessa ist noch immer unten bei den Steppenläufern. Ja, ich dachte, da kommt vielleicht coole Rezepte raus, aber da kommt nicht. So. Vielleicht, weil ich erst vor kurzem gestorben bin. Ja, das kann gut sein. Hallo Schweini, der schläft draußen. Hm. Okay. Wo ist die Spinne? Ja. Okay. Okay, da kommen jetzt ganz viele Spinnen raus. Gleich wieder Nacht übrigens, ne? Ich laufe, ja. Mir laufen ganz viele Spinnen hinterher. Okay. Eine ganze Spinnenarmee läuft mir hinterher. Dum, 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 dum. Achtung, ich laufe auf dich zu. Hallo. Ah ja, okay, warte. Kommt her. Oh nein. Ja, das war eher vorbei. Ich bin hinterm Baum fest verbarkt. Scheiße. Oh. Oho. Die haben die auf jeden Fall Oh nein, du wurdest von Bifilo getötet. Ja, ich war hinter dem Baum gedrückt und konnte nicht weglaufen. Er ist gegen mich gelaufen. Ich liebe es einfach. Wir laufen immer noch Spinnen hinterher. Wo bin ich? Ja, ich guck sofort. Wir laufen immer noch Spinnen hinterher. Oh, okay, ich sehe es. Yeah. Ja, da unten, ja. Den Weg lang einfach, dann kommst du zu unserem Lager und dann schaue ich mal kurz, wo deine Sachen liegen. Naja. Ich meine, die schlafen jetzt hier gerade. Ja, hier sind deine Sachen. Da liegt genau ein Baby drauf. Super. Aber du könntest die Sachen nehmen, aber so schnell bist du wahrscheinlich gar nicht mehr hier. Also ich meine... Irgendwie spawne ich jetzt immer an der gleichen Stelle. Ja, das ist gut. Also fast, also an der fast gleichen Stelle. Vielleicht ist auch wieder Tag. Im Fluss, in dem Moor. Hm? Achso, du kannst dich gerade nicht... Ah doch, du kannst dich... Ach, du hast ein Feuerzeug, deshalb kannst du dich bewegen. Ja, ja, super. Also du bewegst dich schnell, gut. Ja, ich laufe einfach. Sehr fix, die Nessa, sehr fix. Sehr fix, wow. Warum bin ich verbuggt? Hilfe. Oh oh. So. Weiter geht's. Aber eigentlich. Aber ich muss links vom Lager durch, ne? Ja. Eigentlich müssten da doch. Also, sie haben doch die Spinne umgebracht. Wir haben auch ein Schmetterling umgebracht. Von denen liegen, ne? Das bleibt halt nie so lange liegen, habe ich so das Gefühl. Doch. Ich hole kurz Schenk ab. Okay. Ich habe mein Leben riskiert für eine Seide. Das ist Einsatz, ne? Ja. Immerhin haben wir ein bisschen das erreicht, was wir heute angekündigt haben. So, ein bisschen. Oh, Toxine. Ich habe coole Handschuhe. Sind das die mit dem mit den Löchern da drin? Ja, ich weiß nicht, es sind so schwarze. Achso, nee, die habe ich nicht.
Was auch immer es ist. Okay, ja, pass mal auf. Jetzt pass mal auf, ja. Oh, 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 oh. Boah, die können springen. Da ist eine riesige Spinne. Alter Schwede, da ist eine riesige Spinne rausgekommen. Oh je. Eine riesige Spinne. Also dagegen sind die goldenen Spinnen nichts. Was, die möchte ich mir aber nochmal anschauen. Oh nein. Letzte Worte von Let's Playern. Oh, oh, krass. Oh, krass. Sie ist königlich in ihrer Schrecklichkeit. Okay, ja, warte, vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, mir die anzugucken. Ja. Ich renne hier auf meinen Bunny Slippers. Ja. Ja, die greift mich noch nicht an. Also sie ist oben an meinem Bildschirm, deshalb geht das. Ich werde jetzt auch nichts mehr angreifen hier in der Nähe. Und warte nur auf dich. Das können wir in der nächsten Folge zusammen machen. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg, ne? Mhm. Frage ist, muss ich hier rum? Ja, du musst rechts zum Weg. Ja. Oh, warte ganz kurz. Ich muss diese Gelegenheit natürlich nutzen. Nessa ist immer auf sich warten. Ah, cool. Hier war ein Seil drin. In dem Steppenläufer. Was ein Seil? Ich? Ja. Ein Quarzknoten meine ich. Ach so, okay. Ich weiß ja nicht, wofür man den braucht. Wir werden oh, da ist eine zweite Spinne rausgekommen. Oh, da ist eine zweite Spinne rausgekommen. Aber die macht irgendwie das Lager von denen kaputt. Ich verstehe es gerade nicht. Das sind verfeindete Clans. Oder erweitert die das Lager? Also die Spinnen laufen hier auf jeden Fall hinterher. Okay, also ich bin gleich da. Zur Spinnenkönigin, okay. Da bist du ja. Mhm. Genau, und wenn du beim nächsten bist, halt dich in der Mitte. In der Mitte sind keine. Mhm. Ah, nee, die erweitert das. Die erweitert das Lager von denen. Ah, ja, cool, hier ist Honig. Wir haben doch unseren eigenen Honig. Ja, aber es ist trotzdem cool. Komm jetzt so, bitte. Jetzt. Ja, ich bin schon da. Keine Ablenkung mehr. Ja, okay. Ich verstehe aber nicht, warum die jetzt da rausgekommen sind. Oh, ich hatte gerade Angst, dass sie mich gesehen hat. Ups. Wo ist denn mein Zeug? Da links am Fluss ist das. Ah ja, ich sehe es. Links am Fluss. Nicht das Haus am See, sondern links am Fluss. Ende der Straße steht ein Haus am See. Ich weiß leider gerade nicht, wie weit die Spinnenkönigin von mir weg ist. Auf dem Weg. So, was ich natürlich nicht hier lassen kann, ist der Thermalstein. Alter. Ja. Ich möchte aber ungerne eigentlich hier übernachten. Oh oh. Oh oh. Oh oh, sie läuft mir hinterher. Na super. Ach, jetzt hat sie aufgehört, mir hinterher zu laufen. Ich bin beim ersten Spinnenlager. Ja, du siehst doch, wo ich bin. Ja. Hier ist auf jeden Fall eine. Ich will nur nicht in sie reinlaufen. Nee, nee. Wenn du von rechts, wenn du von da kommst. Hier, pass auf. Hier rechts ist sie. Oh ja. Oh je. Und das sind zwei. Also, das sind Spinnenköniginnen. Wir könnten die aber mal hier zu den. Moment mal. Das könnte man mal ausprobieren. Ach! Ich sterbe gleich. Meinst du, du kannst die Spinne zu dem Dings locken? Die läuft so langsam. Zu dem Bifelos.
Warte. Wenn, weil der Spinnenkrieger, der läuft, der. Ich brauche einen Helm. Mit Helm war ich viel, viel mutiger. Warte, wir gucken mal, ob wir die da hinlocken können. Hi. Yeah. Oh, die hat dich jetzt angefallen. Ich glaube, jetzt schläft die. Oh, ja, okay. Pass auf! Ach ja, toll. Ich kann jetzt auch wieder nichts in die Hand nehmen. Nee, deshalb müssen wir jetzt einfach rennen. Am besten nach unten. Die Musik ist irgendwie ein bisschen... Ich habe gar keine Musik. Ich habe ungewohnt. So ein bisschen wie diese Halloween von dem Tim Burton-Film. Ah, okay. Okay, ich glaube, hier sind wir sicher. Das ist Halloween. Ah, nee, doch nicht. Nee. Ich höre die noch. Ja, Klicker die Klack. Ja, jetzt hat sie aufgehört. Okay, ich glaube aber, ich würde sagen, dass wir die Spinnenkönigin vielleicht in der nächsten Folge zu Bifelus locken. Ja. Ich würde das gerne sehen. Ja, ich auch. Na gut. Ich würde die Folge dann hier beenden. Ja, ich auch. Sehr gut. Sind wir uns ja mal gut, dass wir einig sind. Dass wir uns einig sind. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen.